Ich wünsche euch einen wundervollen 2. Dezember. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag und je nachdem, wann ihr das Video schaut, ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Für mich ist ja heute der 1. Dezember, dementsprechend der 1. Advent. Und ja, für mich ist es jetzt 13.32 Uhr. Ich habe einen ultra lazy Day. Das kann ich euch sagen. Also, wir packen heute wieder aus. Heute gibt es nicht ganz so viele Geschenke. Das Video wird also ein bisschen kürzer für die, die jetzt ein bisschen in hurry sind. Also nicht so viel Zeit haben, die Videos zu gucken. Ja, wir sind heute bis um 10 tatsächlich im Bett geblieben. War, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Und ich habe mit dem Handy und ich habe die ganzen Adventskalender-Videos geguckt von den Mädels, also die meinen Kalender ausgepackt haben, aber halt auch die anderen schönen Kalender. Und ich habe da gestaunt, was da überall drin war und habe mich einfach nur gefreut. Ja, und ansonsten habe ich hier ein bisschen aufgeräumt. Ich glaube, ihr seht da gar nicht so viel, aber ich bin tatsächlich gut vorangekommen. So, und Spatze ist gerade unterwegs und besorgt uns was zu essen, eventuell. Und ja, ich dachte, jetzt wird es Zeit. Also wir haben noch nicht Mittag gegessen. Wir haben ja auch erst nach um 10 gefrühstückt, ne? So. Und wir packen jetzt in Ruhe aus. Also, wir gucken, was bei der Katrin drin ist. Und zuerst bei der Ramona, weil ihr es habe ich zuerst bekommen. Und dann schauen wir bei der Andrea rein. Und zum Schluss sage ich euch, was bei mir im Türchen drin ist. So, jetzt muss ich das schöne Washi-Tape kaputt machen. Das finde ich ja gar nicht gut. Ja, und ansonsten, was habe ich heute noch vor? Also für mich am 1., ne? Nicht, dass ihr verwirrt seid. Ich streame heute Abend noch gemütlich. Achso, habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? So, jetzt war ich kurz durcheinander. Also ich will tatsächlich noch ein bisschen Etsy machen und mich bei den Patreons melden. Und ansonsten ist heute Abend noch Stream. Ich mache heute wirklich einen ruhigen. Also eigentlich wollte ich noch Steuern weitermachen, damit ich das morgen abschicken kann. Aber ich bin wirklich... Ich bin K.O. Ich bin K.O. von der Woche. So, also bei der Ramona ist drin Katzen. Zwei dürfen nicht fehlen. Och, ich glaube, das sind... Ich glaube, das sind Sticker. Das sieht aus wie Katzensticker. So, zeig ich mal her. Ist das selbst gemacht? Sieht selbst gemacht aus. Das hebe ich mir auf jeden Fall wieder auf. Ich liebe sowas. Damit kann man immer wunderbar basteln. Und guckt. Ja, wartet. Guckt, wie schön. Ja, ich mit meinen Katzensüßis, die heute Morgen auch schon mit mir gekuschelt haben. Mehr oder weniger. Sie hätten heute auf jeden Fall die Chance gehabt, viel zu kuscheln. Ich sag's mal so. Danke dir, liebe Ramona, für die süße Mietz. So, ich hoffe, du hattest heute eine schöne Zeit mit deinem Hundi. So, und ich guck mal bei der Katrin und suche dir zwei. So, die sind ja alle ein bisschen runtergerutscht. Ich glaube, das sieht nach zwei aus. Ja, das ist die zwei. So, hier ist die zwei. So, und wieder, oh, in diesem schönen Papier, ey. Seht ihr das, wie das glänzt? Ich finde das mega schön. So. Ah, das sind ja auch hübsche Sticker. Guck mal. Passt sehr gut zu meinem Release. Das kann ich schon mal spoilern. Und hier, die passt sehr gut. Für mich, hallo? Fokus. Die passt sehr gut, weil für mich ist ja heute der 1. Advent. So, ich danke dir, liebe Katrin, und sende dir ganz viel Liebe. Ist übrigens, falls ich glaube, gestern habe ich es gar nicht gesagt, Katrins Bastelecke. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Schaut gerne mal bei der lieben Maus vorbei. So, die Sticker tue ich erstmal wieder rein. Ich versuche das alles so ein bisschen. Hab ich die einzige gestern wieder reingetan? Weiß ich gar nicht. Oder habe ich die draußen gelassen? Ich glaube, wenn ich sie draußen lasse, finde ich dann die anderen Nummern schneller. Ich glaube, das ist gar nicht so unschlau. Also die Sticker verwende ich jetzt nicht im Dezember. Ich hebe mir das alles auf, damit ich mir das nämlich noch ein paar Mal angucken kann und immer Spazier zeigen kann und so.
Und die ganzen Geschenke, außer den Tee, der wird natürlich durchprobiert, hebe ich quasi immer auf und habe ich die letzten Jahre auch immer gemacht. Ich habe da immer so eine Box im Schlafzimmer stehen und naja, so mache ich das. Und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Ich glaube auch mittlerweile, dass ich tatsächlich jetzt heute zu lange im Bett war. Falls das überhaupt einen Sinn ergibt. Also ich bin wirklich K.O. Es kann auch sein, dass ich von der Woche K.O. war. Genau, deswegen mache ich heute einen sehr ruhigen und ich glaube heute, der Stream wird auch nicht ewig gehen. Ja, also wir quatschen. Also das war für euch dann schon gestern. Gemütlich über meinen Wochenrückblick. Und dann spielen wir noch ein bisschen Harry Potter Hogwarts Legacy. So, jetzt drehe ich euch um, damit wir nämlich bei Andrea und mir noch in den Kalender schauen können. So, da sind wir bei Andreas schöner Dezember-Magie. Genau, das hat jetzt gestern keiner gefragt, aber ich selbst bespiele den nicht, ich hebe das auf. Ich habe tatsächlich auch hier über meinem Schreibtisch ihren Kalender von diesem Jahr hängen und ich finde den wunderschön gestaltet, ich will da aber nicht drin rummalen. Also ich hebe mir das auf, also ich habe einfach auch Erinnerungsstücke, ich feiere das einfach, ne? Ich werde den selbst nicht besparen. So, das war der erste Advent. Und hier hat sie, ach ja, sie hat ja quasi diese lose Flatrate. Scanne ein Los und spare die Zahl oder Quersumme. So, und ich finde es gut, wie sie das gemacht hat. Also, dass man dieses Heftchen tatsächlich bespielen kann. Dieses Jahr. Damit es mit den Umschlägen hinhaut. Ne? So, aber grundsätzlich, den kann man immer besparen. Man muss sich dann halt nur überlegen, was macht man mit dem ersten Advent, weil nächstes Jahr wird der 1. Dezember nicht der erste Advent sein. Ich finde das gar nicht so schlimm. So. Ich feiere die Designs und die Ideen, die sie hatte und man kann es halt komplett als Kalender besparen, weil man halt immer quasi auf eine kleine Sparsumme kommt. So. Das war's von ihr und cool finde ich auch, dass das hier immer so ein Design ist. Wir werden das auch morgen sehen. Ne? Das ein Design, einfach herrlich, aber gut. Die Andrea ist auch eine Gestaltungsqueen. Das müssen wir auch einfach mal, das muss man auch einfach mal so sagen. So, jetzt muss ich erstmal mein Türchen finden. Ach ja, so, hier ist mein Türchen. Das war bei mir im Kalender. So. So, aber das ist eingepackt, damit es nicht verloren geht. Und zwar der Konfetti-Zauber. Und so sieht das Ganze dann aus. Es ist einfach wundervoll pastellig. Und dazu gibt es wieder die kleinen Sticker. Hatte ich ja letztes Jahr schon mal so eine Challenge. Klebe bunte Konfetti-Aufkleber auf die Sparfelder und feiere zusammen mit Emily Einhorn einen wundervollen Tag. Und ich finde, die ist einfach so zuckersüß, so eine gute Laune-Geschichte. Ne? Ich kann mir das auch gut vorstellen zum Geburtstag oder zum Sparen für die Kids, wisst ihr wie? Oder für Bastelabenteuer, weil man beklebt ja so für einen Hobbytopf, ne? Oder für einen Gesundheitstopf. Ist so ein bisschen multifunktional und ich finde, die macht so gute Laune. So. Deswegen musste die auch gleich am Anfang des Monats mit rein, um euch hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. So, und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich habe sogar extra meine Nägelchen frisch lackiert, mehr oder weniger. Guckt es euch an. Hätte ich es bloß nicht gezeigt. Wir sehen uns morgen wieder. Oh mein Gott. Tschüss.